Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator aus unserem Bunker vom Onkelhaus. Und heute der letzte Tag aus diesem Haus. Ne, ihr seht das hier, wir haben hier noch ein bisschen gemacht, so ein bisschen dekoriert. Muss sein, ne, aber jetzt nicht so extrem. Gehört dazu, finde ich, so ein bisschen Deko. Außer das Schlafzimmer hier, meine, ganz so viel gemacht. Bisschen gewagt hier die Kombination. Aber das passt schon. Küche, finde ich, ist uns sehr gut gelungen dieses Mal. Farblich wie auch möbeltechnisch. Und das hier ist natürlich der Grund, warum diese drei netten Herren da oben hier sind. Nämlich der Bunker. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal... Haben wir Licht angelassen? Gehen wir gleich mal rein. Da haben wir jetzt hier... Wir haben noch ein größeres Wasserfass hingestellt. Ne? Die ganzen Wassersachen. Bisschen was hier. Ein paar Löffel noch, ein paar Bilder, finde ich, sind immer auch wichtig in so einem Bunker, dass man so ein bisschen wenigstens von der Außenwelt sieht, wie es da zumindest mal aussah. Und ansonsten haben wir jetzt hier so ein bisschen Essensvorräte, das ist das, was ich meine mit, das dauert Ewigkeiten, ne? Und das hat auch nicht gereicht, also die Leute wollten immer noch mehr, nur zwei Spaten hingestellt, also habe ich hier noch mehr Essenssachen reingestellt, in der Hoffnung, dass das jetzt wirklich passt für die Leute. Und der Herr mit der Mütze sieht eigentlich so aus, als würde er das wollen. Da werden wir auch gleich mal schauen. Achso. Fast was vergessen. Hier haben wir natürlich noch unser Badezimmer. Klar. Ne, ein paar Abflüsse haben wir natürlich auch noch gemacht. Und ich werde jetzt mal nach oben gehen zur Tür, quasi meine imaginären Käufer begrüßen. Schade eigentlich, dass die nicht visuell herkommen. Das wäre cool. So, meine Nase juckt. Entschuldigung. So, Haus verkaufen. Möchtest du dieses Haus wirklich verkaufen? Das Haus hat uns 110.000 gekostet, 9 Zimmer. Mein aktuelles Budget ist jetzt deutlich höher, das war bei 8.000. Ich habe nochmal eben die letzten Missionen auf unserem PC gemacht, sodass wir jetzt mit diesem Hausverkauf wieder einen Fähigkeitspunkt in die Sachen Verhandlungen und sowas bekommen. Oh, ich habe 3 Stunden 12 Minuten in dem Haus gearbeitet. Da seht ihr mal, wie viel ich auch außerhalb der Aufnahme noch machen musste, ne? Auktion starten. Ich werde hier nicht wohnen, diese Möbel sind unnötig. Ich weiß nicht, was diese Waffe hier soll. Okay, ja gut. Ja, er ist der Höchstbieter, natürlich. Aber wir könnten doch... Ja, guck mal, wir haben 109, wir haben... Kaufte Möbel, Hausverkauf... Profit, 60.000 Dollar oder Euro in dem Falle Profit. Wir können aber mal das Angebot verhandeln. So. Woran erkenne ich denn, ob er das gut findet oder nicht? Erhöhung der Summe um? Verhandeln? Okay, wir gehen mal ein bisschen. Okay. Ach, okay. Ah, das kann man nur einmal machen. Okay, dann nehmen wir das Angebot mal an. So. Errungenschaft freigeschaltet. The Survivalist. Ja, logisch. Wir haben ein offensichtlich Survivor-Haus an einen Survivor verkauft. So, verfügbare Skill Points. Da haben wir doch einen bekommen. Nämlich hier für Verhandlungen. Jetzt haben wir neue Fähigkeiten für 5 verkaufte Häuser oder beendete Aufträge. Ich werde hier die Chance auf Erhöhung bei Verhandlungen steigen um 5%. Da werde ich noch einen Punkt reinsetzen. So. Sodass wir den nächsten Punkt dann in Chance auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 15%. Wir wollen ja über kurz oder lang natürlich auch unsere Häuser noch ein bisschen maximieren den Gewinn. Wir haben über 200.000 Euro. Und ich guck mal, ob wir neue Aufträge haben. Nein. Schade. Keine neuen Nachrichten. Hm. Blöd. Das heißt, es bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, als unser vorhandenes Geld in ein neues Haus zu investieren. Schade. Ich dachte, dass vielleicht noch ein paar Missionen freigeschaltet werden. Wir werden aber hier, wir werden jetzt mal dieses neue Haus kaufen. So. Ne, dieses,
wie mir ja in den Kommentaren gesagt wurde, Breaking Bad House. Das werden wir jetzt mal kaufen. Da sind wir auch schon. Drücken, um wegzuwerfen. Oh. Hey, da oben, guck mal, die Familie ganz oben. Drücken, um wegzuwerfen, oder kann ich das auf... mal eben ganz kurz aufräumen. Na, wir müssen noch. Wir müssen 601 Elemente wegwerfen, dass wir hier auf Aufräumen schneller kriegen. Das machen wir dann auch. Ah, okay. Die obligatorische Pizza auf dem Dach, das werden wir natürlich alles verkaufen. Ich muss gestehen, Breaking Bad, ich habe es nie gesehen. Ich habe mal die erste Folge tatsächlich gesehen. Viele von euch werden jetzt sagen, was, du hast Breaking Bad nicht gesehen, da geht ja gar nicht. Nee, habe ich nicht. Ich habe wohl mal die erste Folge gesehen und das war's dann auch. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt unbedingt, das könnt, schreibt es mal in die Kommentare, ist das jetzt unbedingt ein K.O.-Kriterium? Also muss man Breaking Bad unbedingt gesehen haben? Oh, was für eine schreckliche Unordnung, was für ein Drecksloch. Das ist mal... Das ist mal eine... Ich will es nicht öffnen, ich will eigentlich... Es ist verdammt dreckig hier. Ja, ich bin ja auch beim Aufräumen, Leute. Stellt euch nicht so verzogen an. Macht gleich schon mal den Außenbereich hier sauber. Also hier wird auf jeden Fall dieser komische Kaufmann... Moment, das muss ich gar nicht. Dieser komische Kaufmann auf jeden Fall nicht einziehen. Also dieses Haus schreit förmlich nach einer jungen Familie. Und da ist mein Plan auch drauf hinzuarbeiten. Ist das hier? Nee, im Moment, den verkaufen wir. So. Was ist das? Also nur so ein... Okay. Oder? Hä? Was hat er denn jetzt gerade angezeigt? Egal. So. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Hier können wir noch ein bisschen putzen. Das machen wir zuerst. Oder? Können wir da nicht putzen? Doch. Das meiste ist drin. Also von außen haben wir das auf jeden Fall schon mal schick gemacht. Das sieht wenigstens gut aus. Das hat hier wenigstens so ein bisschen Garten angedeutet und einen kleinen Pool, in den man nicht rein kann. Das finde ich gut. So. Zack. Erstmal das große Aufräumen starten. Das können wir hier erstmal alles verkaufen. Die Idee der zwei Waschbecken ist gut, aber da machen wir später was anderes. Genauso wie diese komischen... verroddelten Türen. So. Was ist denn das? Wieso ist denn das hier so? Was haben wir denn da gefunden? Wie ich kann... Was? Junge. Ein so ein Schein bringt satte 500 Euro. Das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen. So, dann feudeln wir hier auch gleich mal durch diesen Raum. So. Jetzt die Türen alle raus. Ja. Also so verdammt. Verdammt unordentlich sieht dieses Haus tatsächlich gar nicht aus. Also. Eine Familie. Seht ihr das ganz unten? Allerdings. Das. Ups. Das Haus ist nicht wirklich für eine Familie konzipiert, glaube ich. Weil das ist ja eine fünfköpfige Familie. Das wird schwierig, die hier unterzubringen, glaube ich. Hm.
Ein Kamin, ich glaube, ich werde nicht mehr. Den lasse ich auf jeden Fall drin. Hamburberg. Okay. Das machen wir weg. So. So. Guck mal, das sieht doch schon mal. So. Hier haben wir einen Waschmaschinenanschluss? Ja. Also ich finde, das Haus ist ja relativ, ja, schön geschnitten ist relativ, ne? Schön geschnitten, ja, doch, doch, es geht. Muss ja immer berücksichtigen, es ist immerhin ein amerikanisches Haus. Wir dürfen da jetzt hier nicht auf deutsche Standards gucken. So. So, diese Rentner drängeln sich da schon wieder in den Vordergrund. Ich will auch hier keine Rentner drin haben. Ich möchte in meinem Haus Platz für Dokumente und Bücher. Der Typ will immer nur Platz für Dokumente und Bücher, weißt du? Bin der Meinung, für eine fünfköpfige Familie ist es zu groß. Schreibt es mal in die Kommentare. Was denkt ihr? Aber ich finde, für eine fünfköpfige Familie ist das Haus eindeutig zu klein. Nicht zu groß, zu klein. Dieses junge Paar, was da war, das würde viel besser passen. Es sei denn, wir. Ja. Ja, man müsste alles ein bisschen. Ja, dann überlegen, wenn man das alles so ein bisschen. Bisschen umbaut. Könnte vielleicht. Also ihr merkt schon, das Potenzial bei diesem Haus ist gegeben. Was haben die denn? Die haben im Endeffekt ein Teenager, zwei Erwachsene und zwei kleinere Kinder. Das wäre ja jetzt, ich sag jetzt einfach mal, Wohnzimmer. Das hier so ein bisschen abtrennt. Könnte man hier noch eine Wand machen? Hätte man hier ein Zimmer? Da ist die Garage. Badezimmer mit Dusche, ne? Dusche. Spüle. Heizung, Klo. Wo war denn jetzt das andere Badezimmer? Hier, ne? Ja. Das ist noch eine Wanne. Nee, hier Elternschlafzimmer zusammen mit dem Badezimmer für die Eltern. Das Badezimmer nochmal separat. Ein Kinderzimmer, Wohnzimmer und hier noch ein Kinderzimmer für die beiden. Oder hier beziehungsweise hier abgetrennt. Hui, das wird eine Arbeit. Das wird Arbeit. Und dann quasi zwei Kinderzimmer. Man könnte es machen, wir könnten es auf die Familie anlegen. Tatsächlich. Man könnte es tatsächlich drauf anlegen. Okay. Doch, das machen wir. Das legen wir, glaube ich, auch eine Familie hier an. Dann machen wir das hier, machen wir auch zu. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier geregelt kriegen mit dem kleinen Raum. Und dann passen wir das Ganze an. Liebe Lüt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sag, bis zum nächsten Mal.